Herr Strick, Sie sagen, man könne sich gar nicht aus dieser Pandemie herausimpfen. Was wäre denn der bessere Weg statt einer allgemeinen Impfpflicht? Naja, ich verstehe vollkommen den emotionalen und politischen Wunsch, jetzt mit einer Impfpflicht irgendwie die Lage zu verbessern und auch die Pandemie und auch die Maßnahmen damit zu beenden. Ich will auch gar nicht über die Machbarkeit einer Impfpflicht reden. Das wissen die Politiker sehr viel besser als ich. Aber ich sehe es dennoch skeptisch, weil wir gegen ja weder die Schutzwirkung noch die Schutzdauer noch überhaupt wissen, welche Variante kommen wird und wie gut der Schutzmechanismus überhaupt sein wird. Das können wir überhaupt nicht vorhersagen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir impfen im Moment gegen die Original-Wuhan-Variante, die schon sehr viel weiterentwickelt ist seitdem. Und na gut, wir haben ein wenig Schutzwirkung noch, aber sie lässt deutlich nach. Es ist eben wirklich ein reiner Eigenschutz und kein Fremdschutz. Wir erreichen keine Herdenimmunität damit. Das haben die Dänen sehr deutlich gezeigt. Ich habe mir die Bundestagsdebatte mit angehört. Einige haben es immer noch in der Politik als einen Herdenschutz dargestellt. Das ist es eindeutig nicht mit der Impfung. Was ich als, das machen wir nicht ja aus diesem Grund. Ne? Nee, aber als pragmatischen Vorschlag, was ich eigentlich machen würde, wir haben Zeit bis zum Herbst. Da sollte man erstmal den genesenen Status gleichsetzen mit dem Impfstatus. Weil wir wissen von allen Studien, dass die Genesenen genauso gut einen Schutz haben wie die Geimpften. Wenn nicht sogar zum Teil besseren, hängt von der Variante ab, hat die CDC sehr gut bearbeitet und auch deutlich die Daten dazu vorgelegt. Im nächsten Schritt würde ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen, eine große bundesweite Studie machen und erstmal zu verstehen, wie hoch der Immunschutz in der Bevölkerung ist. Da sieht man dann also sowohl genesenen Status als auch Impfstatus, weil wir bekanntlich ja auch nicht genau wissen, wie viele Menschen eigentlich geimpft sind in Deutschland. Und dann wissen wir erstmal, über was reden wir denn? Wo ist denn hier, welche Prozentsatz von Individuen sind denn eigentlich gar nicht geschützt? Und darauf basierend kann man dann vielleicht erstmal mit einer Beratungspflicht, wie das Joachim Stamm zum Beispiel aus NRW vorgeschlagen hat, also eine Beratungspflicht für die Ungeimpften, Ungeschützten verpflichtend macht, um sich dann heranzutasten. Dann bleibt immer noch genügend Zeit, auch noch eine Impfpflicht zu beschließen.